Wir machen heute eine Wiederholung und zwar über das Thema Geschwindigkeit. Sagen wir mal einfach Wiederholung für Mechanik. Für Mechanik. Da kommen jetzt gleich einige Aha-Erlebnisse noch aus der alten Zeit, weil ihr das ja eigentlich alle wisst, ne? Und deswegen. Wir fangen nochmal wie folgt an und zwar Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, da kann man Folgendes ablesen. Und zwar, wir wissen alle zum Beispiel, beim Auto wird eine Geschwindigkeit, das Maßeinheiten gibt man in eckigen Klammern an, in Kilometer pro Stunde. Das ist beim Thema Auto. Das bedeutet aber, dass, wenn da steht 80 Kilometer pro Stunde, heißt das, das schreibe ich mal rot dazu, 80 Kilometer in einer Stunde. Aber da eine 1 durch 1 durch mal 1, das bewirkt mathematisch nichts, lässt man diese 1 auch weg. Normalerweise ausgesprochen heißt das, das Auto legt 80 Kilometer, wenn es so weiterfährt, in einer Stunde zurück. Jetzt ist auch logisch, wenn ich sage 2 Stunden, dann muss es eben 160 Kilometer gefahren sein. Aber mit der Geschwindigkeit 80 Kilometer in einer Stunde. Das wäre die ausführliche Version. So, jetzt lässt sich aber hier, lässt sich schon eigentlich die Formel herleiten. Wie muss denn dann die Geschwindigkeit ausgerechnet werden? Wir nehmen V, da kann man sich merken Velocity, das ist dann die englische Geschwindigkeit, ist. Und das ist eine Strecke, die kürzt man mit S ab. Und jetzt kommen wir wieder zum Englischen durch T, wie Time. Also, ich kann Geschwindigkeiten ganz einfach ausrechnen. Ich sage zum Beispiel, jetzt ein Beispiel dazu, ein Auto fährt 400 Kilometer und braucht dazu, also in 5 Stunden. H wie Hour, schon wieder, ne? Also verrückt mit dem Englischen. So, und ich möchte die Geschwindigkeit rausbekommen. Gesucht ist also V, die Velocity. Naja, dann sage ich einfach, ich nehme meine Formel, die kann man im Tafelwerk überall nachschlagen. V ist S durch T. Ich setze ein, V kenne ich nicht, setze ich es also nicht ein, schreibe ist gleich ab, schreibe 400 Kilometer als Strecke rein, teile durch 5 Stunden und jetzt geht es einfach. V ist demzufolge 400 durch 5 ist 80 und Kilometer und Stunde schreibt man so dahinter. Und dann weiß ich genau, das ist so. Peng. Aus, Ende, Feierabend. Ganz einfach. Weiter. Jetzt sagt einer, nee, das ist mir, wenn ich eine Schnecke nehme oder ich nehme einen Igel, ein Igel läuft, nicht fährt, läuft 100 Meter in 30 Sekunden. Oder sagen wir 25 Sekunden. Ich mache das jetzt mal rund, da müssen wir nicht mit dem Taschenrechner rechnen. Gesucht ist V. Dann sage ich, naja gut, Lösung, V ist S durch T, das bleibt. Und ich schreibe ganz einfach oben jetzt einsetzenderweise rein 100 Meter. Und durch T 25 Sekunden. Also 100 Meter durch 25 Sekunden. 100 durch 25 ist 4 und Meter pro Sekunde schreibe ich. Das gibt also verschiedene Varianten von Angaben der Geschwindigkeit, zum Beispiel 100 Meter pro Sekunde, also Meter pro Sekunde bzw. Kilometer pro Stunde. Das sind so die gängigen. Noch klar bis dahin? Man übernimmt direkt die Einheiten, also Meter pro Sekunde nehme ich dann direkt als fertige Einheit. Man weiß, Kilometer pro Stunde kennt jeder. Jetzt nehmen wir mal an, ich wollte die Geschwindigkeit des Igels umrechnen in Kilometer pro Stunde. Na, da käme ja 0, nix raus. Das lohnt sich nicht, das ist albern, ne? Das macht man dann nicht. Meter pro Minute gibt es ganz selten, nimmt man nicht. Kilometer pro Stunde, Meter pro Sekunde ist unsere gängige Einheit. So, die übernimmt man und die kann man sogar direkt übernehmen, denn hier steht sie schon, ne? Meter pro Sekunde, die ist schon fertig. Oder Kilometer pro Stunde. Da gibt es jetzt die verschiedensten Beispiele, kann man sich dumm und dämlich rechnen. Man kann es auch rückwärts rechnen, indem ich sage, wieder ein Beispiel, ein Hase, der ist ja nur wieder schneller, läuft 100 Meter und der Hase.